Ja, buongiorno liebe Italienfreunde, liebe Freunde der italienischen Städte und liebe Reisefreunde. Viele kennen Udine, wenn sie auf dem Weg in ihren Urlaubsort sind, von der A23 durch das Kanal durch, wenn man die ganzen Tunnel und den letzten Berg hinter sich gelassen hat, kommt Udine mit zwei Autobahnausfahrten, Udine Nord und Udine Süd. Und man sieht auch das wunderbare Stadion. Und ich kannte bisher Udine nur vom Umsteigen, wenn ich mit dem Zug gekommen bin oder einmal mit dem Flixbus bin ich gekommen, habe ich in Udine umsteigen müssen. Das ist die, jetzt sage ich mal, nicht so prickelnde Gegend von Udine und ich kannte Udine bisher von den großen Schuhgeschäften. Udine hat aber sehr viel mehr zu bieten als Schuhgeschäfte und ein Stadion, wobei das Stadion auch sehr zu empfehlen ist. Udine hat eine wirklich schöne Altstadt. Hier befinde ich mich gerade. Das ist jetzt hier beim Schloss oben. Hier sieht man auch noch Türme vom Schloss, wunderschöne Kirchen. Der Dom von Udine ist sehr sehenswert und ich zeige euch jetzt ein paar Impressionen aus Udine. Udine ist auch bekannt für sehr günstige Parkgebühren, beispielsweise hier Parkplatz Piazza Primo Maggio, 70 Cent in der Stunde und von 18 bis 22 Uhr überhaupt kostenlos. Das heißt, man parkt hier sehr, sehr günstig. Außerdem kann man sehr gut essen gehen. Wir haben gestern Abend ein sehr gutes Steak-Restaurant gefunden, Il Gelso. Wo findet man gute Restaurants? Dort, wo die Einheimischen hingehen. Die sind zumeist nicht direkt bei den touristischen Hotspots angesiedelt, sondern irgendwo in einer Seitenstraße. Und das war beispielsweise dieses Restaurant. Hervorragende Steaks, hervorragende Pizzen. Also das kann ich euch ebenfalls empfehlen. Jetzt ein kleiner Rundgang durch Udine. Ich zeige euch ein paar Highlights von dieser wunderschönen Stadt. Also wenn ihr vielleicht mal auf dem Weg in den Urlaub seid oder vom Urlaub retour fährt, unbedingt einen Stopp in Udine einlegen. Oder dem Samstagstau auf der Taunautobahn auskommen und schon freitags anreisen, eine Nacht in Udine übernachten. Udine ist auch nicht überteuert von den Hotelpreisen. Also hier gibt es preiswerte Unterkünfte. Das heißt, das wäre vielleicht auch eine Idee, schon freitags nach Udine anreisen, sich abends diese wunderschöne Stadt anzuschauen und dann am Vormittag vor dem ganzen Reiseverkehr entspannt Richtung Urlaubsorten an der Adria weiterfahren. Auch jetzt im Herbst angenehme Temperaturen. Ihr seht, T-Shirt-Wetter ist hier noch angesagt. Kann ich auch im Herbst für einen Ausflug auf jeden Fall empfehlen. Ja, aber jetzt starte ich mal mit meinem Rundgang. Ja, hier befinden wir uns jetzt beim Schloss oben. Ist erreichbar über den Fußweg, aber auch bequem über einen Lift, über zwei Lifte, die sind versetzt, das heißt auch barrierefrei zu erreichen und hier eine wunderschöne Gegend und guter Blick über die Stadt und in die Alpen, die jetzt hier im Herbst schon verschneit sind. Thank you.
Ja, ich hoffe, die kleinen Einblicke in die wunderbare und sehr unterschätzte Stadt, würde ich sagen, Udine, haben euch gefallen. Ich würde euch empfehlen, also parken auf der Piazza Primo Maggio und gleich hier hinter mir das Tourismusbüro. Also hier könnt ihr euch dann alle Informationen holen, die ihr hier für den Besuch in der Stadt, aber auch in der Region benötigt. Denn hier ist ja Grado nicht weit, Aquileia nicht weit, Palma Nova nicht weit. Also hier gibt es sehr, sehr viele Schätze zu entdecken. Und gerade im Herbst, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn es nicht mehr so heiß ist, sind diese Städte wunderbar zu besuchen. Ich hoffe, die Einblicke haben euch gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Arrivederci und ciao.